Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben Tag 5, es ist kurz vor der Hundehorde. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich denn der Hundehorde am besten gegenübertrete. Und ich glaube, es gibt nur eine wirklich vernünftige Lösung und die heißt Woodlock Spikes. Der liebe Nordisch hatte das auch angedacht. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und ja, ich glaube, Woodlock Spikes ist das Einzige, was mich vor der Horde retten kann, beziehungsweise wie ich die irgendwie besiegen könnte. Zumal ich auch nicht mehr viele Pfeile habe. Das heißt, ich brauche noch unbedingt Stein. Und ein Fortschritt wäre so langsam, aber sicher auch nicht mal schlecht. Also, den sammle ich noch ganz schnell irgendwie Holz, damit ich mir Woodlock Spikes machen kann. Am besten heute Abend noch und nicht erst morgen früh, weil wer weiß, wann die Horde kommt. Federn sind auch immer gut. Ja, und dann natürlich noch Steine, 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 Steine. Da sind Bäume da hinten. Okay, die hole ich mir jetzt gleich noch. Eisenfragmente brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich brauche dann wirklich danach dringend das Forgebook. Na komm. Hab ich's? Jo, hab ich. Schwein gehabt. So, jetzt ganz fix zu den Bäumen da hinten, noch ein paar Bäume mitnehmen. Dann werde ich mir einen Hunde-Killturm bauen. Weil so werde ich es nicht schaffen, nur mit Pfeil und Bogen die Hunde zu töten. Nochmal Steine mitnehmen, Steine, Steine und Holz. Das ist alles, was ich gerade brauche hier. Die können wir erstmal getrost da hinten bleiben. Los, ich crafte direkt mal weiter hier. Wie geht. Dann holen wir uns ein paar Bäume. Das ganze Ding soll nicht sehr groß werden, sondern einfach nur effektiv werden. Das heißt, ich stehe irgendwie in der Mitte, umgeben von Woodlock Spikes. Und die Hunde laufen dann automatisch da rein und ich kann irgendwie von oben ein bisschen erhöht die Hunde mit Pfeil und Bogen, die dann metzeln. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, da haben wir noch was. Halb elf. Ja, jetzt muss ich auch gleich langsam Gas geben. Sorry, ich habe irgendwie was Fröschiges im Hals hier. Ich habe immer noch ein bisschen Angst vor den Bäumen. Und der fällt jetzt auch noch. So, wie viel haben wir denn jetzt? Plong, Level Up durchs Craften, ist das toll. 38 Stück, okay. Sollte reichen. Ich brauche Woodframes, da habe ich aber glaube ich genug. Ein bisschen was zum Aufleveln. Das heißt, ich mache mir jetzt eine Steinaxt. Und den Baum nehmen wir auch noch mit. Dann sollte das reichen. Komm. Okay, ab nach Hause. Jetzt doch in der Mitte oder was? Habe ich noch irgendwas zum Reparieren dabei? Nee. Oh, das wird jetzt auch lustig. Äxte im Eimer, Pickaxe fast im Eimer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, liebe Leute. Ja, wie gesagt, am Anfang ist das Spiel echt hart geworden. Aber ich denke mal, mit ein paar Kniffen kann man sich das doch schon wieder recht simpel machen. Wie viele Vogelnester jetzt hier sind. Zwar nicht alle voll, aber die Menge macht's. So. Den nehme ich auch noch mit.
Und den auch noch. Na komm. Lass mich schlapp machen auf dem letzten Meter, Kollege. Alrighty. Da sind noch mehr Bäume, falls ich brauche, aber ich habe jetzt 54, das muss reichen. Ich werde es auch nicht doppelreich machen. Ich glaube, es reicht wirklich, wenn ich eine Reihe Woodlock Spikes mache. Also jeweils, ich muss also nicht zwei machen. Und wenn die Hunde dann in der Mitte stehen und versuchen, mich zu kriegen. Boah, das ist aber doch schon ein ganzes Stückchen hier. Oh oh, oh oh. Ja, und noch ein Bär. Ich könnte mir einen Bär mit nach Hause nehmen. 36, Leute, ich brauche mal eben irgendwie was hier zum Salzwasser. Boah, das wird knapp. Hirsch, Hirsch. Oh, den muss ich jetzt leider stehen lassen. Unter anderen Bedingungen hätte ich euch gerne mitgenommen jetzt, aber 46, oh, das wird echt verdammt knapp. Okay, Bogen reparieren. Knüppel unten rein. Und die fangen jetzt an zu rennen. Oh oh. Scheiße. Die Zeit rennt so schnell. Hört doch mal einer die Zeit an. Und noch einer. Oh Gott, das geht nicht gut aus. Ich sag's euch. Ja, und gute Nacht. Oh Gott. Boah! Oh, Scheiße. Sorry, ich bin gerade ruhig. Ich muss mich gerade ein wenig konzentrieren, ja? Okay, geradeaus ist Platz, ist frei. Aber ein Bär wäre jetzt toll. Durst. Oh, viele sind da hinter mir. Da. Home sweet home, lauf. Oh Mann, ey, auch noch ein Dicker. Okay, Knallgas jetzt. Oh, das geht jetzt mal sowas von schief. Los, lauf, 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 lauf. Okay. Junge, 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 Junge. Ich werde zu alt dafür. Machen wir direkt mal ein paar hier. 36 Stück. Schon mal ein, okay. Die muss ich jetzt leider mal verschwenden. Falls die jetzt durchbrechen sollten. Ah, so. Das sollte erstmal reichen. Oh Mann, ey. Okay, 32 Stück, 29 davon. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schade, dass man die nicht wieder aufheben kann. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was wegpacken. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Federn behalte ich. Sticks muss ich auch behalten. Kleine Steine habe ich nicht mehr. Noch drei Stück hier. Aber sonst sieht es mit Sticks auch echt böse aus. Keine Sticks mehr da. Gut.
da habe ich noch genug. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt alles machen, am Managen hier. Ich habe nichts mehr zum Reparieren. Oh. Zurück raus, Arbeit. Nehme ich mir erstmal, dann mache ich mir erstmal eine Steinaxt. Oder zwei. Habe ich noch einen Stein zum Reparieren nachher? Die ist Müll, aber na komm, lass ich mal als Backup einfach hier drin liegen. Die kann ich gleich zum Aufwerten nehmen. Gut, 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 gut. So, ich habe ein paar Pfeile. Ich kann noch mehr Pfeile machen. Zwar nicht viele, aber immerhin. Benzin. Bitte entschuldigt die Unordnung. Ich räume später auf. So, und aus den verbleibenden Woodlocks, 32 Stück sollten reichen, hoffe ich. Dann komme ich mal noch 4 mehr. Aber das muss dann echt genug sein. Versuchen die sich von oben nach unten durchzubuddeln? Hört sich so an, ne? Ja, Heidewitzka. Gott sei Dank ist mir keiner nach unten gefolgt hier. Oh Mann. Jetzt kann ich die Tür da schon mal aufwerten. Nicht dran nehmen. Vorsicht, nicht pieksen. Das ist schon mal ein bisschen stabiler. Ich kann das hier unten eigentlich für die Hunde auch so lassen, oder? Nee, ich will so oben machen. Sind keine Pussy. Wir stellen uns der Gefahr gleich. Ja, aber trotzdem, ein bisschen Respekt habe ich schon von den Dingern. So. Haben wir, haben wir, haben wir. 75 Pfeile. Ich hoffe, da kommen nur so maximal 10 Stück. Nicht mehr. Brauche ich dafür Metal Strips, ne? Ah, verdammt. Also ich brauche jetzt danach wirklich das Forgebook. Also irgendwo hier muss ich das Forgebook finden. Jetzt kommt auch noch eine Horde. Geil. Also ich werde oben das ganze Areal zumauern mit Woodlock Spikes. Ich glaube, hier drüber ist nicht sehr viel Luft. Vielleicht ist das doppelt hier, vielleicht nicht. Ich schätze mal, es ist doppelt Beton. Hoffe ich. Und, oh Mann, ey, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mache den Müll weg. Ich mache mir das mal ein bisschen heimischer hier. Ah, die Toilette kann ich kaputt machen, ne? Da kriege ich dann noch einen Pipe raus. Na komm! Jawohl. Eins. Besser als keins. Und da repariere ich die Axt mit. Ja. Das passt, das passt. So 29 Frames, dann mache ich mir noch ein paar. 6 Stück, das sollte reichen. Und dann geht's auch gleich los. Mit den Hunden. Habe ich da noch ein bisschen Scrap Iron? Irgendwo habe ich da noch hier das Zeug gehabt. Das kann ich auch noch klein machen. Brauche ich erstmal nicht. Okay, Frames sind fertig. Und gibt es 3 Stück, ja, besser als nix. So, kann ich da auch rein, falls es hier brenzlig werden sollte. Falls die Hunde mich dann doch von dem Ding runterholen sollten, werde ich schnell hier reinrennen. Ich mache die beiden Spikes in der Mitte gleich weg.
und renn hier rein. Setze zwei Stück noch hin als Reserve, mach die Mauer zu und dann hoffe ich, dass die Hunde daran zugrunde gehen. Das ist die letzte Bastion. Also. Oh, auch repariert, alles heil. Ja, jetzt können wir eigentlich nur noch warten und das hasse ich, dass man die Nacht nicht noch irgendwie verändern kann. Ich habe den Tag-Nacht-Zyklus schon auf 18 Stunden stehen, also das Maximum. Aber wenn jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Gas geben könnte bis 6 Uhr oder 7 Uhr. Ja, mein Gott. Ich mache mir nochmal ein paar Bandagen. Sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal. Hör auf, davor zu hauen, Kollege. So, das haben wir auch. Die bleiben drin. Painkiller. Brauche ich nicht nehmen. Was habe ich denn für eine Wellness? 82, ja gut. Da geht noch ein bisschen was. Schoffi kann ich auch mal platt machen. Dann bereite ich mich mal vor, dass ich direkt loslaufen kann. Das nehmen wir mit Trinken, habe ich. Fackel brauche ich da nicht unbedingt. Die machen mir oben alles kaputt, ey. Blöden Köppe. Endfibers lasse ich auch hier. Das lasse ich hier. Ich mache mir vorsichtshalber nochmal einen Splint eben. Falls ich von meinem Turm runterfalle, dass ich da direkt gewappnet bin. Und dann hoffe ich wirklich auf das Forgebook. Ansonsten sieht das hier wirklich schlecht aus. So, Pfeile habe ich noch. Ja, ja, ist ja gut. Regt euch ab, Kinos. Das ist wirklich sehr leise. Sehr leise, sehr leise. Aber sie hören es trotzdem. Und ich bin sensed hier unten, verdammt. Ja, eine Folge im Dunkeln. Aber 4 Uhr, das heißt, in den nächsten 2 Minuten sollten wir wieder raus können. Noch Eier, die kann ich mal rüberbringen gleich. Kann ich mir noch ein bisschen Scrap Iron draus machen. Ganze 3 Stück, na gut. Mit dem, was ich hier noch habe, sind es 4. Könnte ich mir doch rein theoretisch noch einen Klapp machen, oder? Ja. Machen wir uns noch einen Klapp. 150, perfekt. Und legen den erstmal beiseite. Der macht jetzt einen Schaden von 10,75 und der macht 4,79, also wirklich geht das auch über die Hälfte kaputt schon, aber da lohnt sich der doch mehr. Alles weg. Ja, und in den nächsten Folgen werden wir uns dann oben einen schönen Garten bauen. Das heißt, ich werde Erde holen von irgendwo. Ich glaube, da wo die Bäume waren, da ist normale Erde und die werde ich dann ausbuddeln. Und oben den Sand, also hier über mir in dem eingezäunten Gebiet, den Sand ersetzen. Durch Erde und da ein Feld anlegen oder mehrere Felder. Und vielleicht mache ich mir hier sogar noch einen Ausgang, wenn das geht. Das heißt, hier so ein Notausgang. Wie ich schon erzählt habe in der letzten Folge, hier so ein paar Frames runter, ein paar Blocks setzen, eine Leiter hoch und dann zack, 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 dass man da rauskommt. Und oben dann eine Hatch drauf. Das könnte funktionieren. Hoffentlich. So, komm, Nacht, geh vorbei. Ich will es jetzt endlich wissen. Ich bin total gespannt. Oh. Ich habe hier auch nichts mehr drin, ne? Hier ist alles Duct Tape. Ach, guck mal, das. Ach, guck mal, Steine. Ja. Wieso habe ich den Mining Helm nicht auf? Da habe ich irgendwie ein bisschen was verbaselt, ne? Da habe ich auch noch was. Ach, guck dir das an. Gut, das sollte erstmal reichen. Ah, die Musik wird schon ein bisschen angenehmer jetzt. Ein paar Iron Arrows machen.
25 Stück machen wir uns immer. Ich habe völlig vergessen, dass hier was drin ist. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Kettensäge ist leider alle. Ansonsten hätte ich die auch noch mitgenommen und damit Spaß gehabt, aber machen wir es erstmal so. So, Bogen reparieren. Der ist repariert. So, dann habe ich die Frames hier unten drin. Die Spikes sind unten drin. Mehr werde ich nicht brauchen. Nie genug Sticks haben. So, und nochmal 85 dazu. Perfekt. Ich weiß leider nicht, um wie viel Uhr die Hundehorde kommt. Ich weiß nicht, ob die da eine Mechanik eingebaut haben, ob die jetzt direkt morgens kommen können oder erst am Nachmittag oder... Da hört man sie schon in der Ferne. Schön Strom in der Hütte. So, Viertel nach fünf gleich. Los. Zeit, schneller. Jetzt hätte ich mir mal einen aufheben können für eine Mold, aber ich habe ja noch keine Forge, von daher ist das sowieso egal. Munition wechseln ist eigentlich recht simpel. Entweder rechte Maustaste, da könnt ihr dann auswählen. Was aber noch schneller geht, ist, ihr drückt Alt und R. Und dann wechselt ihr direkt durch. Man sieht da vorne schon die Pfeilspitze. Sieht man, dass sich das irgendwie ändert? Ne, sieht genau gleich aus. Das ist ja blöd. Und man sieht leider auch nicht, wie viel Damage die machen. Effektchance 25, Effektchance 50. Bleeding out. Bleeding profusely. Was heißt denn das? Gut, die haben einen größeren Blutungseffekt hier. Oder eine größere Chance auf einen Blutungseffekt. Aber ich denke, dafür machen die doch einen deutlich höheren Burst Damage. Die Eier nochmal eben weg. Wo sind denn die Eier? Habe ich in den Kühlschrank liegen? Mensch, hier. Das ist eine Ordnung. Perfekte Unordnung. Ja, sobald ich hier... Ich glaube, die Küche reiße ich ab, da mache ich mir dann schöne rote Möbel rein. Aber das alles erst, wenn das Forgebook da ist. Essen Bacon und Eggs könnte ich mir da herstellen, wenn ich denn irgendwie einen Grillrost hätte. Na. Irgendwas zu essen brauche ich ja noch, ne? Gekochte Eier, aber dafür sind die zu schade. Das Wasser ist dann auch weg. Old Egg. Das lohnt sich ja eigentlich mal gar nicht. Ach, ja, natürlich. 25 Sekunden. Viel zu viel. Okay. 6 Uhr. Jetzt hoffe ich, dass sie nicht mehr rennen. Gespannt. Na, ihr? Ne, 6 Uhr und die rennen nicht mehr. Tatsächlich, okay. So, wo baue ich jetzt mein Hunde Dings hin? Ich glaube, hier wäre ganz gut, ne? Ich glaube, hier, ja, hier ist gut. Platz machen. Und zwar wird das folgendermaßen aussehen, habe ich mir überlegt. Darauf werde ich nachher nach oben kraxeln. Ach, Kinders, ja. Wow. Okay, die machen schon Bumm, die Dinger. Sieht er mich nicht? Hier bin ich, Hasi. Na komm, ich heb mir die für die Hunde auf. Ein bisschen Gas geben, weil ich weiß nicht, wann die kommen.
Gott. Oh, meine Lieben, ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Und komm, Fortspruch, bitte. Natürlich nicht. Ja, ich mache direkt nahtlos weiter. Wir sehen dann morgen, wie das mit den Hunden ausgeht, wenn sie denn kommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo oder einen netten Kommentar. Ich freue mich über alles und sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.